Also, Hages Förster hat ja so ein bisschen schon den Übergang gemacht in gewisser Weise. Das Ganze ist schon ein bisschen von weiter weg betrachten. Das werden wir jetzt weitermachen. Wir starten mit unserer Podiumsdiskussion. Wir haben erstmal die neuen Podiumsgäste hier aufs Podium gebeten, also die noch keine Vorträge gehalten haben. Wir werden die Referenten nachher dazugeben, aber erstmal wollen wir euch vorstellen. Wir werden immer zwei Sätze sagen, damit jeder so ein bisschen informiert ist und dann euch bitten, ein Statement abzugeben in die Richtung, was ist eigentlich meine persönliche Beziehung zu Interventionen, warum haben die mich wohl eingeladen, was sind meine Erfahrungen, ja, so, drei Minuten. Ich fange an, ganz links, mit Ada Zickert. Die haben wir sehr spontan ins Programm genommen, weil wir von dem Projekt ganz angetan waren, das du mit einem Kollegen gerade vorbereitest. Ada Zickert ist Architektin, hat an verschiedenen Universitäten studiert, nicht mal, aber den Abschluss, glaube ich, hier der TU gemacht. Und betreut jetzt auch ein Projekt mit, das hier an der TU läuft, nämlich am Lehrstuhl Nagler, Lehrstuhl für Entwerfen und Konstruieren. Und ihr entwerft dort mit den Studierenden eine Intervention, die im Herbst in München am Filmplatz stattfinden soll. In Kooperation mit der Baugenossenschaft Kooperative Großstadt. Und ich glaube, gestern war die Zwischenpräsentation, da hatten wir wären gern gekommen, aber es war dann doch noch einiges vorzubereiten. Genau, wir freuen uns sehr, dass du hier bist. Was ist dein Statement zu unserem Podium? Ja, vielen Dank für die Einladung. Wie schon gesagt, ich arbeite eben mit der Kooperativen Großstadt zusammen. Die Kooperative Großstadt ist eine junge Genossenschaft in München und baut momentan oder realisiert Projekte in Riem und Freiham. Und an den beiden Orten erkennt man ja schon, dass Genossenschaften in München eher so die Aufgabe haben oder Baugrundstücke eher am Rand der Stadt oder in Neubaugebieten zugeteilt bekommen. Und die Kooperative Großstadt würde auch gerne mal in der Stadt oder zentrumsnah bauen, weil sie ja eben sich auch Kooperative Großstadt genannt hat und nicht Kooperative Peripherie oder so. Und die Kooperative hat sich dann verschiedene Grundstücke angeschaut, die eher so vergessen sind oder nicht als Bauland ausgeschrieben sind. Und da sind wir auf dem St. Quirinsplatz in Gießen aufmerksam geworden. Das ist ein Platz, den man eigentlich gar nicht als Platz wahrnimmt, eher so als U-Bahn-Haltestelle mit der U2 nach draußen. Und da haben wir gesagt, dieses Grundstück würden wir gerne von der Stadt München kaufen und ein genossenschaftliches Wohnprojekt realisieren. Momentan ist es ein wilder Parkplatz und auch ein recht komplexes Grundstück zum Bebauen. Und um eben die Stadt davon zu überzeugen, dieses Grundstück an uns zu verkaufen, planen wir jetzt diese Veranstaltung zusammen mit den Studenten. Und es soll erstmal so ein großes Fest werden im September mit einer baulichen Struktur, mit irgendeiner künstlerischen Intervention, um Aufmerksamkeit auf das Grundstück zu lenken und auch so diese Diskussion zu beginnen. Wir wollen nicht so darauf warten, dass uns Grundstücke zugewiesen werden, sondern wir wollen uns auch den Raum irgendwie selber holen in der Stadt und da bauen, wo wir auch gerne vielleicht eher leben wollen. Dankeschön. Unser nächster Gast ist Ursula Kaser. Sie ist Geografin, lebt in Lissabon seit mehreren Jahrzehnten und arbeitet dort auch als unabhängige Mediatorin und Moderatorin. Du hast hauptsächlich Beteiligungsprozesse bei komplexen Planungsvorhaben, unter anderem bei den Horizon 2020-Prozessen. Das heißt, du bist wirklich stresserprobt. Und hast jetzt auch so einen ganz neuen Zugang hier seit einigen Jahren, dass du nämlich am MCTS genau für dieses Thema Mediation angestellt bist. Ja, vielen Dank für die Einladung an euch auch. Ich glaube, ein bisschen ein Kontrastprogramm sozusagen zur Ada jedenfalls und zu viel, weil ich habe mit Planung gar nichts zu tun, selbst. Ich bin, wie der Hannes schon gesagt hat, unabhängige Mediatorin und Moderatorin, die werde ich sozusagen immer dazu gekauft. Meistens, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist, oder
wenn es sich um letztlich Akzeptanzmanagement und dann eigentlich um einen Betrug handelt. Daran fehlt es nämlich nicht. Das ist in Portugal so und ich meine, das ist hier auch so. Ja, wenn die Kunden, die mich dazu kaufen kommen und sagen, wir haben da einen Plan und ein Projekt, wir sehen voraus, das gibt Schwierigkeiten, machen Sie mal eine Mediation, damit wir das gut umsetzen können. Damit bin ich natürlich raus, sozusagen. Wenn ihr jetzt auf dieses Thema für heute guckt, Zwischennutzung als partizipative Methode, mehr oder weniger, das ist das, was, er so, was ihr euch so anguckt, dann finde ich das sehr total interessant, in besonders einem Aspekt, glaube ich, den haben wir auch gleich in einem Studentenprojekt gesehen. Eine Zwischennutzung kann jetzt aus meiner Perspektive als Mediatorin in Verfahren, in Konfliktsituationen dazu dienen, in verschiedenen Perspektiven meine ich, es kann dazu dienen, als sozusagen trojanisches Pferd andere Ideen reinzukriegen in eine Situation, eine Pause zu machen und ein bisschen was anderes anzustoßen, sodass alle beteiligten Planer, Verwalter, alle Bürger, alle die, die sich schon sehr in die Haare gerückt haben, einen Schritt zurücktreten können. Und das kann die Form von, oder das stimmt, These, wenn ich es richtig verstanden habe, von Aktivierung annehmen. So einfach. Es kann aber auch das ein Experiment sein. Es kann auch sozusagen richtig als Atempause, Inspiration, Luft holen, dienen und gucken, was ist eigentlich sonst noch möglich? Was ganz anderes. Aus meiner Sicht jetzt als Katalysator zum Beispiel, wenn ich das ist schon erheblich schwieriger, weil es gibt ja eine Erwartung von dem Sponsor, haben wir auch vorhin gerade kurz gesagt, mit eurem Projekt, was ist die Erwartung von dem, der dann eigentlich da intervenieren will? So arg ergebnisoffen ist es oft manchmal nicht. Grundsätzlich glaube ich, dass es durchaus ganz spannend ist, Zwischennutzungen und besonders Kunst, ganz andere Sachen einzubringen, als um Leute zu einzuschließen, um Räume zu erschließen, um so in dieser Beziehung. Das liegt, also nicht kritisch, aber ein bisschen Zweifel habe ich dran, ob das tatsächlich in Situationen, wo es zwischen einer Ausgangslage und einer Zielsetzung, ob es als Weg zum Ziel dienen kann. Wir werden beim Zweifel noch weiter nachgehen. Jetzt möchte ich erst mal weitermachen mit Kerstin Langer. Kerstin Langer studierte Landespfleger an der TU München, ist seit über 20 Jahren als Beraterin, Moderatorin und Trainerin im Beteiligungsverfahren tätig. Und war 2013 bis 2016 Professorin für Kommunikation und Partizipation in der Landschaftsarchitektur an der HSWT, also an der Hochschule für angewandte Wissenschaften in Weinstephan und Giesdorf. 2016 hat sie ins Referat für Stadtplanung und Bauordnung gewechselt und war dort verantwortlich unter anderem für die Öffentlichkeitsarbeit zum Projekt, was ich heute vorgestellt habe, die Freiraumzeit. Und ja, wir freuen uns sehr, dass Sie hier sind. Okay, dann soll ich was sagen, wie ich das, also mir schwirrt jetzt ehrlich gesagt so ein bisschen der Kopf von diesen vielen Thesen, Fäden, Strukturierungen, die jetzt alle gekommen sind. Ich bin jetzt erst seit 2,5 Jahren mit dieser Aufgabe betraut. Die baut natürlich auch sehr viel Vorerfahrung in verschiedenen anderen Kontexten auf und deswegen schwingen viele der Überlegungen, die jetzt kamen, auch in dem mit, was wir aktuell tun. Und das, was die Verwaltung da tut, ist ja nicht typisch Verwaltung. Also ich bin zur Verwaltung gekommen und dann gab es den Stadtratsauftrag, macht mal die Öffentlichkeitsbeteiligung für ein Freiraumkonzept. Und dann hat man dieses abstrakte Fachgutachten in der Hand und überlegt sich, wie kann ich das denn jetzt dem Bürger vermitteln, was da im Planersprech sehr wohlfeil und sehr wohl überlegt und durchdacht formuliert worden ist. Und deswegen sind wir mit verschiedenen Formaten auch zu diesen Freirauminterventionen und Pilotversuchen gekommen. Und es bestärkt uns im Moment mehr und mehr, das Konzeptionelle nicht sein zu lassen. Das ist nach wie vor wichtig, aber das als so eine ergänzende Planungsstrategie unbedingt bei der Ausarbeitung von Masterplänen und was auch immer wirklich im Hinterkopf zu behalten als Katalysator und
Das hat aber viele andere Aspekte auch noch des Aushandelns in dieser sich verdichtenden Stadt. Also da vermengt sich unheimlich viel, sobald man tatsächlich real in den Raum geht. So viel erstmal im Moment. Ja, an Ihrer Seite Stefanie Jüling. Sie ist Landschaftsarchitektin und Stadtplanerin und hat gemeinsam mit Max Köppel ein Landschaftsarchitekturbüro hier in München. Vielleicht das derzeit wichtigste Projekt oder eines der wichtigsten Projekte ist das Werksviertel Mitte, also das alte Pfanni-Gelände, wo Sie den Strukturplan gemacht haben in erster Phase und dann aber auch bis jetzt in die Realisierung gehen. Genau, jetzt weiß ich auch, warum Sie mich eingeladen haben. ja, das ist in der Tat natürlich ein sehr spannendes Projekt. Muss noch ergänzt, den Strukturplan haben wir mit WGF Nürnberg zusammen gemacht. Nur jetzt in der Realisierung sind wir beauftragt. Zwischennutzung gibt es dort natürlich in einem ganz großen Umfang. Das ist das Container-Kollektiv, was vielleicht einige von Ihnen auch schon mal besucht haben. Wenn nicht, sie lohnt sich durchaus. Wir haben einen Bauherrn, der sehr offen ist für alle möglichen Ideen. Und ich habe heute ein paar Mal an ihn gedacht, ob man da nicht noch ganz andere Vernetzungen vornehmen müsste. Weil wenn es schon mal jemanden gibt, der für solche Dinge offen ist, dann muss man schauen, dass man da Fäden spinnt. Das habe ich mir vorgenommen. Das ist ein sehr positives Projekt, was wir haben dürfen. Ich kämpfe gerade an einer anderen Front, an einem gar nicht positiven Ding. Es ist eine kleine Stadt in Oberfranken, die ein wunderbares Güterbahnhof- und Schlachthofgelände haben. Und wir kämpfen seit anderthalb Jahren darum, auch mit Zwischennutzungen, dass die verstehen, was sie da für eine Chance haben, weil die einfach immer zum wieder davon anfangen, dass sie das ganze Gelände an einen Investor verscherbeln, weil das ist ja schnelles Geld. Und es an jeder Ecke bei diesem Projekt muss man aufpassen, weil wieder einer durch die Hintertür kommt und versucht 0815 zu machen. Und wir versuchen immer den klar zu machen, lasst euch Zeit mit diesen Dingen. Es ist dort in einer alten Pakethalle inzwischen auch über Zwischennutzung und Eigeninitiative sind dort die Designtage, die sich etabliert haben und ganz toll sind und zeigen, was für ein Potenzial dieses Gelände hat. Das sind viele Designstudenten unterwegs, die da wunderbare Sachen machen. Und diese Stadträte kapieren es einfach nicht. Es ist wirklich erschütternd. Und das deckt sich mit so vielen Erfahrungen, die man heute von euch gehört hat, wo man denkt, das kann doch gar nicht sein, dass so viel Engstirnigkeit und so viel Bürokratismus unser die Kreativität permanent eigentlich behindert. Und ich bin hochmotiviert, weil diese vielen Ideen, die heute kamen, da denkt man natürlich sofort, wo können wir jetzt irgendwo ansetzen, wo können wir auch was machen. Und wir haben ein Projekt, wo die Bürger schon hoch verärgert sind, angeblich. Wir haben es ganz neu. Also da gehen wir hochmotiviert jetzt an die Arbeit. Danke. Dann geht das Mikrofon weiter an Stefan Wischnewski hier neben mir. Er ist bildender Künstler und Mitarbeiter an der TU München. Das häuft sich ein bisschen, aber das ist beabsichtigt. Er ist am Lehrstuhl von Theo Haase tätig, also Lehrstuhl, wie heißt der Lehrstuhl? Für bildende Kunst. Richtig. Er macht auch eigene Projekte, die teils im öffentlichen Raum eben stattfinden, einen Ortsbezug haben. Du hast mir beim Vorgespräch erzählt von einer Installation, wo ihr genäht habt, am Elisabethplatz, einer der anderen Märkte, die gerade in Transformation sind, wo natürlich die Kunst im Vordergrund stand, aber die Partizipation so einfach dadurch entstanden ist, dass die Leute gesehen haben, oh, da passiert was, jetzt geht's schon los. Und du damit eigentlich in dieser Rolle schon drin warst, über die wir hier sprechen. Und ich erinnere mich noch gut an die Projekte, die ihr mit den Studierenden gemacht habt in Neuaubing-Westkreuz, einem Stadtteil in München, der eben auch in Transformation ist, statt jetzt, glaube ich, über die soziale Stadt läuft dieses Projekt. Das Projekt hieß Heimvorteil und ich glaube, ihr habt noch eins gemacht, Tandem. Und da warst du Mitinitiator und hast mit einer Kooperation dazu daraus gemacht.
So ist es. Danke für die Einladung und die kurze Vorstellung. Ja, ich bin Künstler und versuche eigentlich so Wahrnehmungen zu schärfen oder eben Bewohner, Nachbarn, Bürger zu aktivieren. Aber eigentlich nur flüchtig, gar nicht so durch Gespräche oder durch irgendwie was Aufgedrängtes oder Eingeladenes, Workshop-artiges, sondern es geht eher, also ich interessiere mich eher für so kleine Nadelstiche und auch nicht die Hotspot-Plätze, wie man sie kennt. Deswegen waren wir eher auch, hattest du es kurz angesprochen, am Elisabethplatz mit einem Kollegen, wo wir eine kurze Baustelle, kann man gar nicht sagen, sondern es war eigentlich nur Baustellenkleidung, die da aufgetaucht ist. Die haben wir angeboten, mit uns zu nähen. Wir haben aber über das Material und über den Prozess tagsüber, wirklich, es war nur einen Tag die Aktion, haben wir eigentlich den Ort verändert und auch so ein bisschen um ein paar Ecken so einen Schrecken erzeugt, weil da eben was Großes passieren soll dort. Platz mit den Marktständen und der Tiefgarage etc. Kann ich vielleicht später noch drauf eingehen. Genau, die anderen Projekte sind auch mit den Studierenden nicht nur wegen diesen wahnsinnigen Genehmigungen, die man da haben muss für längerfristige oder länger laufenden Projekte, sind es eigentlich Projekte, die so ganz kleine Schattenwelten kurz aufzeigen, wie eben zum Beispiel in Neuaubing der Ententeich unter dem ersten größten Hochhaus Münchens, der eigentlich so ein völlig verwahrlost ist, relativ schnell eigentlich schon. Und die Studierenden haben den eigentlich für ihre Choreografie neu aufleben lassen, genutzt, sodass die Bewohner des Hochhauses auf den Balkon treten konnten und den wirklich sehr tiefgrünen, verschmutzten Teich mit umliegender, verwahrlosten Grünzone mit ganz neuen Augen gesehen haben. Das hat dann wirklich dann doch dazu geführt, dass es eine Unterschriftenliste gab, die wir auch weiterreichen konnten etc. Also es sind immer so kleine Dinge, die aktiviert werden. Und dort fanden viele verschiedene Studierendenprojekte statt, die unter anderem eben auch Folgendes aktiviert haben, und zwar diese ganz kurzen Anträge, die man stellen kann für eintägige Veranstaltungen auf großzügigen Grünflächen. Das hat wirklich die Bürger animiert, das jetzt mal zwei, dreimal im Jahr zu machen dort, um einfach nur zu feiern oder einfach so kleine Bastelgeschichten zu machen, und das fand ich klasse, dass das so sich weiter fortgeführt hat. Ja, vielen Dank für eure kurzen Statements. Wir würden nun die Vortragenden noch mit dazu holen. Und zwar in folgender Position. Ja, es ist alles choreografiert. Edda und Ursula, ihr bekommt den Florian Otto dazu. Dafür haben gleich Frau Langer und Frau Jüling bekommen den Julian Hahn als Partner. Und der Stefan Wischnewski kommt die Agnes und den Alexander. Das können wir jetzt aussuchen. Ich hatte schon befürchtet, ihr setzt es anders zusammen, sodass wir nach Geschlechter getrennt sind. Das hatten wir erst vor. Letzte Woche nach einer Fronleichnamsprozession in tiefen Oberbayern, wo tatsächlich die Mandler und die Weiber in der Kirche, wo ja Gefahr besteht, dass was passiert, getrennt sitzen. Genau. Es hat einen Grund, warum wir euch so setzen. Wir stellen euch in diesen Dreiergruppen zu jeweils einer unserer These die Frage. Oder stellen einfach so die Frage an euch, ist diese These haltbar? Wie seht ihr die? Und was habt ihr dazu für Reaktionen? Das ist jetzt nochmal ein Block, bevor wir dann ins Publikum gehen für offene Publikumsfragen. Meine erste These an euch, Florian, Ursula und Edda. Intervention als Aktivierung. Für einen Großteil der Betroffenen, haben wir vorher formuliert, finden etablierte Beteiligungsprozesse im Verborgenen statt. Klammer auf, aufgrund fehlender Zeit, geringem Interesse und der mangelnden Ablesbarkeit im Stadtraum. Eine plakative Intervention
kann der Beginn eines öffentlichen Diskurses zum weiteren Umgang mit einem Ort sein. Würdet ihr dieser These zustimmen prinzipiell? Gilt es für München im Konkreten? Und was sind da nochmal konkrete Projekte? Also ich glaube, ja, kann durchaus die Bürger aktivieren und einschließen. Ich glaube auch, es ist eine gewisse Gefahr dabei, dass es so sehr spielerisch ist. Also die Gefahr ist, scheint mir zumindest dabei zu sein, dass eine Ernsthaftigkeit, die sich dann hinterher aufsetzt, von vornherein gefährdet ist. Ich weiß nicht, ob ich mir jetzt das so verständlich machen kann, aber den Bürgern gefällt es bestimmt, weil die Aktionen, die wir hier gesehen haben, sind ja lustig und interessant und so weiter. Ja. Und das kreiert eine Mitmachmentalität im ganz positiven Sinne. Und wenn dann hinterher da tatsächlich was anderes geplant wird, dann sind die schon angetriggert von lustigen Sachen. Das meine ich damit. Also du meinst, dass tatsächlich in dem Planungsprozess tatsächlich dort auch angeknüpft werden muss, weil sonst... Ja, ich würde schon sagen, sonst ist es so spielerisch in der Luft. Ja, also ich habe jetzt noch nicht so viel Erfahrung, das ist ja erst unser erstes Projekt, aber wir wollen jetzt denken schon, dass man durch eine Intervention an einem Ort, wo auch irgendwie eine andere Wahrnehmung erstmal kreiert werden kann, die irgendwie ganz abstrakt ist oder ganz weit weg ist von dem, was dann passiert, schon mal so, oder ganz weit weg vielleicht nicht, aber dass man irgendwie überlegt, da könnte was anderes passieren und darauf hinleitet und dann irgendwie vielleicht so einen Wunsch in den Menschen kreiert, irgendwie den Ort anders zu nutzen. Aber ich glaube auf jeden Fall, dass die Art und Weise, wie man an die Menschen herantritt und ihnen da jetzt nicht verspricht, ihr dürft am Ende euch überlegen, wie eure Wohnung aussieht, jetzt im Architekturfall, das sehe ich als Architektin schon sehr schwierig. Das kann schon Planungsprozesse irgendwie auch erschweren, aber irgendwie in Dialog treten, in Kommunikation treten, halte ich eigentlich immer für den richtigen Weg. Ich glaube, ja, also ich finde den Aspekt wahnsinnig spannend. Man kann sicherlich was lostreten und tritt man zu viel los. Das ist das, was ich anfangs in meinem Vortrag meinte mit dem Wünsch dir was. Es ist ein Balanceakt und ganz richtig, Kerstin Lange, haben Sie gesagt, es ist, das Konzept ist nicht, darf nicht weg sein. Also es ist eben nicht das Wunschkonzept und dann trotz aller Teilhabe tun Bürger auf irgendeinem Grundstück, sagen wir mal in Freiham, lauter Freiluftsupermärkte. Nein, das ist ein Stadtentwicklungsgebiet, das muss es auch bleiben. Und gleichzeitig muss ein Prozess so offen und ernst gemeint sein, dass man nicht Luftballons steigen lässt, nur, das ist vielleicht auch an anderer Stelle interessant, aber nur die Luftschlösser baut und dann sagt, so, jetzt ist Scrap, alles weg, jetzt kommt die knallharte Architektur, die nichts mehr damit zu tun hat. Also die Realität. Eine Balance muss gefunden werden. Möchte noch eine andere Person aus den zwei anderen Kreisen dazu Stellung beziehen? Jetzt auch die Frage, ob es auch eine Prozessarchitektur gibt, die größer ist. Also wenn man das so haben möchte, ich glaube, da muss man schon ein bisschen in Phasen denken. Da muss man auch wissen, was für ein, sag ich mal, Wettbewerbsverfahren danach kommt. Und ich glaube auch, dass diese Frage von dieser Mitmachkultur sich, es gibt ja dann so diese Auslandungskultur, die Mitmachkultur und die Nachbarschaftskultur, so kann man das ja auch unterbrechen, wozu dient es eigentlich, dass man das aufrechterhalten muss. Das bedeutet ein Commitment, dass dann in dem Haus, was da kommt, auch eine Mitmachkultur drin ist. Also das muss man eigentlich ernst nehmen in dem, was man dann auch programmiert und auch betreibt. Also eigentlich kommen dann die Phase 0, 1 bis 8 und 9 und 10 und da muss das auch noch mit drin sein, sonst finde ich das schon schwierig, es nur als Türöffner zu verwenden. Das heißt ja eigentlich, dass die Moderation weiterlaufen muss im folgenden Prozess. Sonst sind die Bürger sicherlich irgendwann frustriert und fühlen sich auch nachgenommen, im schlimmsten Fall.
Ja, und ich denke, es geht ja dann auch im weiteren Prozess nicht nur um Atmosphären und Stimmungen und was schaffe ich da, sondern welche Argumente sind denn wichtig? Und das ist die Frage, wie dokumentiere ich denn auch diese Prozesse? Ne? Also was halte ich davon fest? Ne? Wenn man einen Problembereich, nennen wir ihn mal so, vorher erstmal so identisiert, also indem man dort, was auch immer, vielleicht eine Eisplatte auf der Tisch laufen kann, dann ist das natürlich, ich glaube, für die Außenreinigung auch für, ist ein flacher Zugang, also da haben alle, glaube ich, Spaß dran, Eltern, Kinder, wenn man das weglässt und vielleicht eine ernsthaftere Sitzung macht, die vielleicht schon auch auf Widerstand stößt, ist das sicherlich auch nicht richtig. Und als Künstler mache ich oder machen wir wahrscheinlich öfter die Erfahrung, dass trotzdem die Künstler immer als zu Hilfe gerufen werden und eigentlich trotz Säkularisierung als Heilsbringer verstanden werden. Und mach mal, aber bitte nicht zu spröde, nicht das, nicht das. Und mitmachen soll man auch, das ist natürlich auch mal die Frage, nicht jeder Künstler hat partizipative Projekte, unseres waren schon partizipativ angelegt, aber hat auch seine Grenzen. Und ich glaube, so ohne vielleicht entsprechenden Erfahrungsbackground, aber rein intuitiv, dass das von Fall zu Fall zu entscheiden ist, dass nicht an jedem Ort, ich sag mal, die Ungeduld vielleicht so groß ist, dass man sofort irgendwie erstmal eine Bürgerbeteiligung mit einem Fest verbindet, sondern vielleicht auch andere kommunikative Wege entwickeln kann. Das kann die Tafel sein, das kann eine Website sein, das kann vielleicht auch was anderes sein, was erstmal vielleicht auch auf meiner Ansicht nach auf die vertröstete Zukunft hinweist. Gut, dann glaube ich, wenn wir Aktivierung erstmal sozusagen abgeschlossen haben von den Kommentaren, würde ich zur zweiten These kommen, das war Intervention als Experiment. Oder wolltest du noch was zur Aktivierung sagen? Nö, genau. Aber Mikrofon ist schon an der richtigen Stelle, weil ich würde die nächste Frage eben an Kerstin Langer, Stefan Jüling und Julian Hahn richten. Die These Intervention als Experiment. Neben erhöhter Sichtbarkeit können Installationen und Aktionen neue Raumgliederungen, Atmosphären oder Nutzungsweise erproben. So können auf Klischees zurückgreifende Gestaltungsideen hinterfragt und ortsspezifische Lösungsvorschläge erlebbar werden. Was meint ihr? Funktioniert diese These in der Praxis? Wo passiert sowas in München? Und was sind eure Projekterfahrungen? Also es geht, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, geht es ja darum, dass eine gewisse Teilnahme, also schon auch ein bisschen eine Form wie von Praxis jetzt schon auch auf eine Zwischennutzung vielleicht beschränken oder sagen, man probiert ein Projekt aus und ob das dann funktioniert, das sieht man dann, das ist ja eigentlich das Thema, was ich vorhin angesprochen hatte, was ich eigentlich sehr, sehr spannend finde und wo ich denke, das ist durchaus als Werkzeug in die Stadtplanung auch mit einfließen könnte. Ja, dass man natürlich jetzt nicht für jeden x-beliebigen Ort hingeht und sagt, da muss jetzt eine Zwischennutzung hin und dann schauen wir mal, was sich da entwickelt oder bauen wir was draus. Aber es gibt ja durchaus Orte in München, wo sich so Möglichkeiten ergeben, dass man dann sagt, okay, die Zwischennutzung ist eine Möglichkeit, um auszuprobieren. Man kann die Richtung anstoßen. Auch die Stadt hat natürlich ganz tolle Möglichkeiten, eigentlich Zwischennutzungen zu lenken, indirekt, ohne sie direkt zu sagen, man muss jetzt eine Zwischennutzung sagen. Ja, aber dass man halt einen Weg hat, wie man Zwischennutzungen leiten kann. Und ich habe das mir immer so ein bisschen gedacht, das ist so ein bisschen der Vergleich mit einem Dschungel oder einem Urwald. Wenn man den halt anpflanzt, dann ist es nicht das Gleiche, wie als wenn man selber wächst. Und so ist es mit der Kultur eigentlich auch. Und wenn es eine Möglichkeit gibt, dass was entsteht, dann sollte man, denke ich, noch ein bisschen mehr sich darum bemühen, dass es vielleicht bestehen bleiben kann. Also ich habe dann hier so ein bisschen den Vielhof im Gedanken. Der war tatsächlich überplant, als er erst angefangen hat, wirklich zu einem Ort zu werden, der genutzt wird. Der lag ganz lange nichts. Der hätte natürlich schon was bisschen machen, aber er war eh noch zu jung und auch andere Leute, es war noch nicht im Fokus. Und als es dann wirklich angefangen hat zu blühen und zu funktionieren, waren die Pläne halt so weit abgeschlossen, dass es eigentlich zu spät war. Und da ist halt die Frage, gibt es Möglichkeiten in der Planung, dass man das so mit einfließen lässt, dass dann noch reagiert werden kann, auch wenn ein Planungsprozess vielleicht schon so weit ist, dass es einen Plan B erfordern würde, ja. Wenn man jetzt hier zum Beispiel direkt auf das Theater zu sprechen kommt, was dort jetzt gebaut wird.
Genau, an der Stelle würde ich dann auch weiter. Okay, danke. Ja, Stichwort wäre da vielleicht auch iteratives Planen. Ne? Also wie kann man sozusagen immer konkreter werden und wohlweislich diese Entwicklungen da auch in den Prozess mit reinnehmen? Also ich würde die These sehr unterstützen, dass Interventionen auch als Experiment irgendwie auch wichtig sind und was voranbringen können. Ich glaube, also wir reden heute die ganze Zeit von Zwischennutzungen. Warum reden wir hier von Zwischennutzungen in München? Weil wir in einer dichten Stadt sind, weil es auch darum geht, weil diese Stadt immer dichter wird und weil es darum geht, wie wir gut das Raumpotenzial, was wir haben, auch nutzen können, auch für den Freiraum. Und deswegen geht es eigentlich um Zwischen- und um Mehrfachnutzung. Und ich glaube, dass da ganz vieles konzeptionell auch noch nicht zu Ende gedacht ist. Also die Summer Streets sind jetzt auch nicht die Lösung aller Probleme oder das Gehen auf die Dachgärten und was auch immer. Also ich glaube, deswegen brauchen wir auch das Experimentelle, um zu schauen, was sind denn Strategien der Mehrfachnutzung von Räumen, die auch funktionieren in der dichter werdenden Stadt. Und das andere, der andere Aspekt, der mich sehr stark angesprochen hat, ist vielleicht eher dieser politische mit dieser Verkehrswende. Also sind wir bewusst in den Nischen? Also wenn ich jetzt an die Parklets denke, da war jetzt vorgestern und im Planungsausschuss insgesamt 2,5 Stunden Diskussion, ob München es sich erlauben kann, 8 Stellplätze umzunutzen für 10 Wochen. Ja? Also wo man denkt, geht's denn noch? Ja? Also, aber das zeigt, glaube ich, einfach, wie sensibel, an welchem Punkt wir sind, dass wir neu anfangen, neue Stimmungen zu erzeugen und dass man, also wir sind natürlich auch im Wahlkampf, das kommt vielleicht auch noch dazu, aber dass man merkt, das ist ein heikler Punkt und ich glaube, für diese Sachen ist dieses emotionale Erleben statt ewig langer Für- und Wider-Debatten. Also der OP hat am Schluss auf den Tisch gehauen und hat gesagt, ja, Herrschaftszeiten, jetzt probieren wir es halt aus. Und ich finde, das sollten wir im Sinne von einfach machen und ausprobieren, uns auch zu eigen machen. Also das kann man ja nur unterstützen. Man wünscht sich eigentlich in so einem Moment irgendwie so urbane Piraten, die es einfach tun. Und dann sind sie halt am Nachmittag wieder weg oder vorher kommt vielleicht die Polizei, keine Ahnung. Aber Experiment, total wichtig. Und ich finde, es geht ja auch ganz viel um ganz, ganz kleine Orte, die vielleicht auch in nicht so prominenten Stadtvierteln sichtbar gemacht werden können, indem man da mal eine Intervention macht, sodass die Nachbarschaft auch auf die Idee kommt, ja, da könnte man sich informell treffen, denn in München werden ja, so schnell kann man gar nicht schauen, wie alles kommerzialisiert wird und wo man nur mit dem Konsumzwang irgendwo sich aufhalten kann. An der Residenz, die Mauer ist immer noch frei, Gott sei Dank, an der Glyptothek auch. Und in Schwabing an der Rosamundkirche sitzen immer auf den vielen Stufen die Leute und es ist wahnsinnig lebendig und friedlich und es sieht hinterher auch nicht aus wie Schweine. Also es gäbe so viele Orte, die dafür nutzbar wären. Was mich viel mehr stört, ist die Großkommerzialisierung des öffentlichen Raums. Ich habe das dick, wenn der Odeonsplatz für Wochen gesperrt wird, damit da ein hochpreisiges Klassik-Event, also bitte, ich gehe wahnsinnig gerne ins Konzert und sehr viel, aber ich finde, das ist eigentlich völlig daneben. Wochenlang werden die Bürger gehindert, ihre Plätze zu nutzen. Gilt für den Königsplatz genauso. Und wenn ich schon am Meckern bin, rede ich heute noch auf, dass der Lehmbachgarten, also vom Lehmbachhaus, nicht mehr öffentlich zugänglich ist. Das ist das Diebstahl an den Bürgern. Ja. Auch hier wollen wir das in der größeren Runde noch diskutieren. Florian Otto hat schon gesagt, er hat schon sich gemeldet. Wäre ganz kurz noch dazu, ein wichtiger Punkt zu diesem Experimentieren ist, ein Experiment, wenn es wissenschaftlich betrieben wird, dient einer Überprüfung und kann auch scheitern. Und das muss vorher bewusst sein. Ich fand das extrem mutig von dir, Alexander, dass du eigentlich das Resümee gezogen hast, ist eigentlich schief gegangen. Also wir haben was probiert und ich glaube, da ist die Kunst auch freier. Und ich würde gerne irgendwo, vielleicht schaffen wir auch den, diesen kulturellen Beitrag und Finanzierungsmechanismus diskutieren, wo auch andere
also nicht nur die Hochkultur, sondern auch andere kulturelle Bereiche. Und die Kunst schafft es nicht überall, ganz klar, aber in manchen Bereichen eine Finanzierung zu lukrieren, um Themen anzusprechen. Und die Intervention, das hast du aufgezeigt, Kämpf muss selber das mehr oder weniger stemmen. Und ob diese Beiträge zur Stadtkultur nicht doch in der kollektiven Verantwortung stehen und damit auch da irgendwie einen Eingang finden müssen. Und das müsste man einfach, also das Scheitern zum einen und das andere ist die Finanzierung, das ist vielleicht eine eigene Veranstaltung. Genau, ich bin gerade so drauf gekommen, wenn man bei Zwischennutzung ist, würde ich noch ein ziemlich schönes experimentelles, ja, eine experimentelle Intervention ansprechen. Einen kritischen Ort. Im März haben wir uns am Ostfriedhof getroffen. Und zwar ist das Projekt der Zwischennutzung oder Nutzung von Friedhöfen, die ein riesen Areal in der Stadt. Was kann man damit machen? Also wir haben dann im engeren Kreis uns dort getroffen an einem Vormittag. Wir wurden dann ins Jenseits geholt und sind durch diesen Nordfriedhof gewandert. Wir sollten die Toten dazu befragen, ob sowas möglich ist. Und zwar die Idee, die vorher in verschiedenen künstlerischen Workshops ausgearbeitet wurde, dass dieser Friedhof irgendwann auf dem Dach ist. Genau so werden die umgeblättet, wie sie jetzt da sind. Mit den Bäumen sollte dann noch was anderes passieren. Aber es war einfach so, dass wir die einfach mal befragen sollten. War eine tolle Aktion. Und hat einen wirklich nachdenklich gemacht und hat auch diese Fläche nochmal, wie ich vorhin schon gemeint habe, die Wahrnehmung nochmal auf sowas gesteuert. Ich habe da ein bisschen was dazu genau was antworten kann, aber ich habe hier noch ein Stichwort, dass wenn es darum geht, Zwischennutzung transparent zu machen, auch öffentlich die Öffentlichkeit mitzunehmen, Partizipation. Es gibt sicherlich auch genügend Beispiele, wo das vielleicht gar nicht sinnvoll ist, also wo sozusagen auch wie bei mir im Atelierhaus, im Kreativquartier, aber auch zwischenzeitlich einfach, obwohl man in der Zwischennutzung ist, nicht ständig in diesem Rechtfertigungsdruck sagen, ja, wir haben noch 2 Jahre, jetzt müssen wir wieder eine Veranstaltung machen, damit die Außenwahrnehmung auf unser Problem vom Stadtrat, ja, wir brauchen den Raum. Man ist die ganze Zeit gewissermaßen unter Druck und anstatt vielleicht doch, und da kommen wir auf ein Thema, was vorhin auch schon anklang, ob Langfristigkeit nicht eben auch eine Qualität hat. In diesem Fall glaube ich gerade, wenn es darum geht, also existenziell letztlich, da die Raum betroffen ist, glaube ich, ist da zum Beispiel, wäre das ein Beispiel vielleicht auch für Zwischennutzung, dass man hier mal ständig wieder beweisen muss, dass wir irgendwie ganz tolle Künstler sind und da kreative Prozesse auch öffentlich machen. Was nicht dagegen spricht, das ist Kreativquartier, das Sie sicherlich alle kennen, das sogenannte, natürlich auch versucht, in der öffentlichen Wahrnehmung anzukommen mit Festen und Veranstaltungen. Ganz schnell auf die Gefahr hin, dass ich mir jetzt unbeliebt mache. Ich weiß nicht so richtig. Ich glaube, es muss gut eingebettet sein. Also gerade wenn man Experimente macht und die Bürger oder die Anwohner oder wer auch immer das ist, gegebenenfalls das Gefühl bekommt, das könnte jetzt tatsächlich da passieren und bleiben, was jetzt da passiert und bleibt. Weil eine ganz große Herausforderung, glaube ich, ist eine gute Verzahnung zwischen repräsentativer Demokratie und deliberativer Demokratie. Und ich würde mir von Politikern auch wünschen, dass sie manches entscheiden und dann auch klar ist, was ist top-down entschieden, weil es so entschieden werden muss und wo gibt es Öffnungen für was? Sonst kriegen wir weder einen Friedhof noch einen Flugplatz noch sonst irgendwas jemals wieder gebaut. Ich denke, es ist vielleicht wichtig ist, einen Unterschied zu machen zwischen Bauprojekten oder Flächen, die brach liegen, die ja schon einen anderen Plan haben, und Flächen, die eben für die Nutzung gefunden werden kann, weil irgendwie noch nichts da funktioniert hat. Ich glaube, das ist ein großer Unterschied, weil da stimme ich dann zu, wenn man jetzt bei jedem Projekt eine Zwischennutzung macht und dann sind alle begeistert und jeder hofft, es bleibt für immer und dann gibt es riesen Petitionen und so, damit es erhalten bleibt und dann kommen wieder die bösen Bauherren und machen alles kaputt. Das ist natürlich auch nicht das, was jeder will. Aber es gibt durchaus viele Flächen, die genutzt werden können, die gar keinen anderen, wo es keinen Plan dafür gibt, wo man eine Idee hat und
diese Ideen lassen sich super mit einer Zwischennutzung ausprobieren, oder ich ehrlich gesagt finde ich den Begriff Zwischennutzung auch schwierig, ich finde eigentlich Nutzung besser, ausprobieren, und wenn es dann erfolgreich ist, dann sollte man eben darüber nachdenken, kann es nicht da bleiben. Ja? Und da gibt es, da beschäftigen wir uns auch mit mehreren Themen, weil wir natürlich auch schauen, wo in der Stadt gibt es denn überhaupt noch Projekte, die beständig bleiben können und die irgendwie Erfolg haben können. Und da sind wir an doch auch spannenden Sachen dran, die man umstrukturieren kann, eben auch auf öffentlichen Plätzen, die eben nicht genutzt sind und wo dann nicht man das Problem hat, dass am Ende eigentlich das bebaut werden soll oder dass es schon andere Pläne gibt. Und die Idee, jetzt habe ich gerade den Faden verloren. Ja. Dann machen wir doch einfach weiter und ich komme bestimmt wieder. Ja, ja. Genau, ich glaube, die ganze Diskussion geht schon in diese Richtung von unserer nächsten These, die Intervention als Katalysator. Ihr hattet da schon so die Schneise aufgeschlagen. Städtebauliche Transformationsprozesse benötigen einen langen Atem. Selbst nach einer baulichen Fertigstellung benötigt es Zeit, bis urbane Stadt und Grünräume ihre Qualität erreichen und akzeptiert werden. Interventionen können diese Prozesse initiieren, begleiten und beleben. Da wäre jetzt die Frage an unser letztes Team. Würdet ihr diese These zustimmen? Was sind vielleicht auch genau diese Schwierigkeiten? Welche Akteure haben da welche Rolle überhaupt zu übernehmen? Und wo führt das eigentlich hin im Planungsprozess? Also ich würde mal einen Gedanken einbringen, der damit durchaus zu tun hat, der mich ein bisschen umtreibt, ist auch diese strategische Entwicklungsplanung. Also es gibt ja hier auch die Hauptabteilung 1 im Referat für Stadtplanbauordnung zur Stadtentwicklung, aber letztlich verstehe ich auch die Abteilung, wo Sie sind ja, Sie könnten ja eigentlich auch zu einem Teil mit, haben Sie auch diesen Hut auf mit den langfristigen Konzepten. Und was haben wir mit langfristigen Konzepten, so sehr man auch die Perspektive München natürlich als hohes Gut feiern muss, aber was haben wir mit diesen langfristigen Konzepten wirklich erreicht? Und was haben wir mit diesen Rahmen wirklich erreicht? Und ich glaube, man muss den langen Zeithorizont mit einem schnellen Werkzeugkoffer der Stadtentwicklung kombinieren, und zwar mit solchen Werkzeugen, die was bewirken, und nicht mit den Werkzeugen, die irgendwo in irgendwelchen Gesetzen geregelt sind, die in irgendwelchen Förderprogrammen bestimmt werden, weil sie halt da irgendwie unterstützt werden, sondern man sollte eigentlich in diesen Abteilungen, glaube ich, das ist ja eigentlich genau der Weg, den Sie jetzt gestartet sind, den könnte man mal grundsätzlich angehen, ein Werkzeugkoffer für die schnelle Eingreiftruppe, die letztlich aber auf diesen langen Horizont einzahlt. Weil nur diese noch eine schönere Fortschreibung der Perspektive München und ein räumliches Konzept, was in einem achtjährigen Prozess dann durch sämtliche Amtsstellen durchgegangen ist, das bringt überhaupt nichts. Und zwar auch nicht in der Zeit, in der wir Stadt umbauen müssen. Also ich glaube, das ist total relevant. Also die Frage ist sehr treffend von euch und auch in diesem Dreier gespannt. Ich lebe in dieser Planungsregion im Dommerpark und bin einer der ersten Bewohner, der eingezogen ist. Und ich erlebe das jetzt seit ein paar Jahren, dass sich dort ganz neue Gefüge, die, glaube ich, nicht in der Planung vorkamen, sich ergeben. Und Genossenschaften verändern sich, Bewohner verändern sich. Diese Struktur, die da geplant wurde, ist nicht in der Balance, haben wir festgestellt. Und da kann man einiges machen. Jetzt haben sich die ersten Gruppen auch gebildet, um dort ein bisschen aktiver zu werden. Ich selbst bin in der Vogeno Genossenschaft und definitiv ist es so, als Künstler mit Familie ist das Wagnismodell nicht das richtige Modell, es ist zu teuer, ich lebe günstiger, ich will jetzt nicht Werbung machen, aber bei der Vogeno und habe ein Atelier nebenbei, das ich so bezahlen kann, genau, und diese Cluster-Geschichten, die sind auch noch sehr in der Probephase bei denen, und was ich ein bisschen schade finde, dass das an sich tolle Projekte sind und fantastische Modelle, die man in der Zukunft weiter verfolgen sollte, aber die werden sowas von nach vorne getreten und dabei ist es in Wirklichkeit ein winziger kleiner Tropfen auf dem heißen Stein in München, wenn man sowas betrachtet. Und
Der Dommerpark wird überrennt mit positiver Presse, wo wir als Anwohner es auch natürlich ganz klasse finden, aber irgendwie auch mal ein bisschen daran das Wangen genommen worden. Ich glaube, das ist eine ganz gute Ergänzung, und zwar der Dommerpark war eben vorher auch, wie wir gesehen haben, eine Künstlerkolonie, Künstler Europa, vielleicht 1000 Künstler. Die Stadt hat, ich sag mal, bis auf den einen Hufeisenwinkel, der den Lärm abhält für den Anwohner, dort 100 Künstler. Für 5 Jahre bringt er die unter, das ist auch löblich, zu einem günstigen Mietzins, das ist weit draußen. Das Kreativquartier, auf dem ich mal ein Zwischennutzungsatelier alle 2 Jahre verlängert habe, seit 2012, da wollte die Stadt nicht den gleichen Fehler machen. Sozusagen diese Kultureliminierung könnte man fast, also diesen kämpferischen Begriff sagen, in dem alles gebaut wird, sondern hat mit dem damals 2012 kam dann ein Tele-Internet-Café, glaube ich, hat den Preis sozusagen zugeschrieben bekommen für ihr Entwicklungskonzept. Eine sukzessive Entwicklung, die Kreativen werden nicht vertrieben, es bleiben Baukörper stehen, die Künstler können dort im Theater, Literatur, es sind ja 300, glaube ich, Kreative auf dem ganzen Areal, die dort arbeiten, weniger wohnen, können bleiben. Das war 2012, es sollte irgendwann losgehen. Ist ja okay, wenn man sich Zeit lässt. Das große, also der einzige große Wurf war, bis auf ein Erweiterungsmoment der Räumlichkeiten, sodass noch mehr, sage ich mal, über die beengte Situation sich geöffnet hat, ist, dass eine große Wunde geschlagen wurde zur Straße hin. Und zwar stand da Fabrikhallen, die hatten dort ein Kino betrieben, eine Bar, illegal, na gut, okay. Es war auf jeden Fall, und ich meine, es war auch die Lamento-Halle, also es waren eigentlich schon Baukörper, die wir saniert hatten und in Gebrauch hatten, trotzdem das Wasser abgestellt war, etc. Und diese Halle wurde jetzt weggerissen, um ein Zwischenprovisorium dort zu bauen. Das heißt, wir gucken jetzt auf eine Wüste, ich komme gleich zum Punkt, die bestimmt gefühlt 500 x 500 Meter, vielleicht sind es auch nur 300 x 300 Meter. Also, und das Gelände, das braucht keinen Schutz nach außen, weil es da nichts verstecken geht. Aber trotzdem merkt man, dass sich durch so eine, ich nenne es mal, übereilte Planung oder übereilter Planungsschritt, ohne im Nachgang noch Ausschreibung zu haben, was danach erfolgt, so ein Gelände auch unheimlich schnell gefährdet werden kann. Also, um nochmal auf den Punkt zu kommen, das braucht alles sehr lange. Anscheinend ist 2030 projektiert, dass dann so vielleicht irgendwas abgeschlossen ist. Ich glaube es noch nicht mal. Aber macht ja nichts, weil dieser Idee, und das ist dieses schöne Moment vielleicht der sukzessiven Bebauung, das heißt, es passiert was Neues, es bleibt was Altes, es wird was Altes saniert, hat dann nicht, hat man nicht das Gefühl, dass gar nichts passiert, dass es ein Stocken gerät, aber bitte nicht übereilte Maßnahmen, die dann kontraproduktiv sind und jetzt wieder zu Zwischennutzung auf einer Zwischennutzung führen, was ja ganz irritierend ist, aber vielleicht wird es ja ein interessanter Container. Moment, mobil, und ich habe jetzt so weit aus dem Fenster gelegt. Von daher gebe ich jetzt nochmal. Nochmal das Mikrofon in die Runde. Vielleicht möchte noch jemand was sagen? Ja, das Zweite ist, glaube ich, schon, dass man in so großen Projekten der Stadterweiterung, der Stadtentwicklung, ich sag mal jetzt einfach München Nordosten, da muss man was machen. Da ist die Landschaft, da muss halt einfach, das muss man begleiten durch wirklich vor Ort etwas. Und das ist jetzt auch schon seit 2-3 Jahren bekannt, dass man das machen muss. Und ich glaube, das Problem ist, dass da irgendwie auch so die Zuständigkeiten und die Möglichkeiten, dieses konkrete Tun mit diesen langfristigen Planungen, das ist auch zum Teil sauber aufgeräumt in verschiedenen Ämtern. Das ist halt auch schwierig, da zu kooperieren. Das ist das gleiche Problem auch, mit dem sicherlich auch der Prozess kreativ gekämpft. Aber ich glaube, das funktioniert sonst nicht. Da muss man in der Landschaft was machen, und es könnte richtig toll sein, jetzt in Dagefing was aufzuziehen. Ich glaube, das ist der Raum, wo wir reingehen müssen, weil es geht darum, ob wir in Zukunft noch über Konzeptvergaben sprechen können. Wenn wir keine öffentlichen Flächen mehr haben, können wir über diese ganzen tollen Sachen, dieser feingliedrigen Vergabe, wo wir jetzt super Qualität und frei haben, herkriegen, nicht mehr sprechen, dann ist dieser Werkzeugkoffer weg. Also wir müssen uns da auch engagieren für diesen Raum. Und da ist auch eine super Poesie drin, und da sollte man rein. Eigentlich denkt man sich die ganze Zeit, es müsste so eine Startstelle geben im Planungsreferat für genau solche Aktionen, die Stadt weiß ja, wo die nicht bebauten Flächen sind, und eigentlich müsste es dafür ein Team geben, was genau die Wege ebnet, die solche Nutzung gibt, sowas?
Also es gibt es für die Räume, da gibt es dieses Kompetenzteam Natur- und Kreativwirtschaft, es gibt es aber bisher nicht für die Freiräume. Und wir sind da dabei, das langsam ins Laufen zu bringen und wir sind ressourcenmäßig einfach auch nicht üppig ausgestattet, muss ich ehrlich sagen. Ne? Aber wir versuchen derzeit vom Stadtrat genau für solche Themen auch etwas mehr Geld zu bekommen und eine weitere Stelle. Einen spannenden Begriff fand ich noch, urbane Piraten. Den hatten Sie, glaube ich, genannt. Ist natürlich ein Thema, was man sehr gerne machen würde und was man vor allem macht, wenn man nicht wissend ist oder keine Erfahrung hat. Das ist eben sozusagen der Segen und der Fluch gleichzeitig, wenn man länger in dem Bereich tätig ist. Also wenn man anfängt, macht man einfach, das ist wurscht, da fängt man halt einfach an, da legt man Wasserleitungen, da kriegt man Boden auf, da macht man was und in 2 Wochen ist man fertig. Und dann kommt halt vielleicht nach einem Jahr einer von der Stadtverwaltung oder von dem zuständigen Amt und sagt, hoppla, so geht's nicht. Das Problem ist, das ist halt irgendwann nicht mehr notwendig, nicht mehr möglich, weil wenn ich jetzt hingehe und sage, das wusste ich ja nicht, dann glaubt das mir irgendwann keiner mehr. Ja, also es gibt natürlich immer noch Sachen, die Stadtverwaltung ist sehr komplex und nicht nur die Stadtverwaltung, sondern auch die Stadtpolitik. Und das heißt, es gibt natürlich noch Sachen, die man nicht weiß und die man auch noch berechtigt falsch machen darf. Aber tatsächlich wäre es sehr, sehr toll, wenn es die Möglichkeit gäbe, sich nicht an all die Regeln halten zu müssen, die sich jetzt ein Bauunternehmen halten muss, ja, wenn man jetzt mal eine Zwischennutzung macht. Weil oftmals haben wir das Problem, dass bis die Zwischennutzung anfängt oder die Nutzung anfängt, die Zeit, die eigentlich zu nutzen wäre, schon um ist. Und das ist natürlich ein Thema. Das macht es ein bisschen schwierig und da, glaube ich, muss man vielleicht ein Modell entwickeln oder das wäre so meine Idee in den letzten Jahren, die sich so rausgegliedert hat und warum ich auch unbedingt hier teilnehmen wollte, ist, dass man vielleicht anfängt, zusammen mit der Stadt ein Modell zu entwickeln, wie ein Nutzungskonzept ausschauen könnte, dass das eben im Genehmigungsverfahren schneller geht. Das ist vielleicht in der Finanzierung, das ist ja auch noch ein Thema, auf das wir bestimmt zu sprechen kommen, wo wir vorhin schon darüber diskutiert hatten, im kleinen Kreis. Viele Projekte müssen überhaupt nicht subventioniert werden von der Stadt, ja, weil das ist immer so ein Punkt, wo man sagt, boah, da gibt man Geld und dann muss man erstmal ein Konzept vorlegen und dann muss man einen Antrag beim Bezirksausschuss stellen und dann ist man ungefähr schon mal 2 Monate mit dem Antrag beschäftigt. Also ich habe ein Klavierkonzert im ganzen Wasser organisiert, was eintrittsfrei war, weil ich einfach mal ein Konzert der Hochkultur in die Subkultur holen wollte, ohne Eintritt mit aber hochwertigen Pianisten und habe dafür Geld erfragt vom Bezirksausschuss, das hat auch funktioniert, aber Tatsache war ich dann 2 Monate beschäftigt, also das muss man sich mal überlegen, 2 Monate und ich habe am Ende mir dann gedacht, so bei allem gefragt, oh, gibt es dieses Jahr wieder? Ich würde es sehr gerne wieder machen, aber das Problem ist, mir wurde halt auch dann das Geld natürlich gekürzt. Also man ist ein bisschen wie auf dem Bazar, man will 5.000 Euro, belegt es auch, warum man die braucht, nicht weil man selber 10 irgendwie einen Tausender verdienen will, sondern einfach weil man 5.000 Euro braucht und kriegt halt am Ende 3.000 Euro, dann muss man halt 2.000 selber zahlen oder es sein lassen. Ne? Und das ist halt der Punkt Finanzierung und ich glaube, hier könnte man ganz gut ansetzen, wenn man einfach sagt, die Erschließung ist echt das A und O, wenn es irgendeinen Platz gibt, der genutzt werden soll, dann sagt, geht die Stadt München vielleicht her oder der Eigentümer, es muss ja nicht unbedingt die Stadt München sein, aber öffentliche Plätze sind halt meistens von der Stadt, und sagt, okay, wir erschließen den Platz und dann kann eine Zwischennutzung stattfinden, weil dann haben die auch nicht das Problem, dass sie sich mit wahnsinnig vielen Genehmigungsverfahren auf Grund beschäftigen müssen, der gar nicht ihnen gehört. Ich glaube, das ist noch die Wüste Lamento-Fläche, habe ich mir noch aufgeschrieben. Das war natürlich, die Hallen waren sehr, sehr schön. Ja. Tatsächlich habe ich daraus auch ein paar Säulen erworben von dem Amt, die ins Hexenhaus eingebaut werden. Die konnten zum Glück verhindern, dass sie weggeschmissen werden. Für uns war natürlich die in den letzten Jahren ein Segen, weil sonst hätte es auch letztes Jahr schon kein Märchenbasar und kein Filmfestival mehr gegeben. Aber es ist halt begrenzt und auch in diesem Jahr wurde das Kulturfestival abgesagt, obwohl es hätte stattfinden können. Das heißt, eigentlich müsste man hier aus meiner Sicht
vielleicht Grundstückseigentümer, Bauherren dahingehend vielleicht sogar verpflichten, wenn es überhaupt möglich ist, ich weiß es nicht, dass sie diese Flächen zur Nutzung überlassen, dass sie bespielt werden dürfen, aber dann ist natürlich auch ganz klar, es muss ein Ende, wenn der Bagger kommt, ist es halt vorbei. Und ich denke, das haben wir beim FIOF eigentlich auch akzeptiert. Ja, wir haben jetzt die Proteste gestartet und die Petition. Das FIOF kriegen wir schon, aber das waren jetzt nicht wir. Genau, dann gebe ich das mal weiter. Ich wollte zu Katharina Sater noch einen Punkt anmerken. Du hast die großflächigen Entwicklungen angesprochen, Atlas. Wir sprechen hier über die Immobilienentwicklungen. Das sind Zahlen, wo ein Schwindlich wird. Ich habe mal versucht, also 30, der Wettbewerb sagt 10, 20 oder 30.000 Einwohner. Eine Wohnung in München für 300.000 Euro ist ein Schnäppchen. Da reden wir über ungefähr 100 Milliarden Euro, die da entstehen an Wert. Jetzt mal den Boden der landwirtschaftlichen sozusagen auf Null gesetzt noch. Du hast vor 1% angesprochen. 1 Milliarde Euro für den Prozess dieser Entwicklung da draußen. Wir müssen, glaube ich, ganz massiv darüber reden, wie Risiko und Ertrag von Zwischennutzungen im Verhältnis stehen. Wenn wir einen Bruchteil davon bekommen, oder wenn es einen Bruchteil dafür gibt, ist es sehr viel und, glaube ich, dann steht in einem blühenden Nordosten nichts mehr. Gut, dann würden wir jetzt gerne das Mikrofon auch mal hier in den Saal geben und würden wir mal zwei Fragen oder Kommentare ganz offen hier sammeln und dann sozusagen zur Beantwortung oder zum Gegenkommentar nochmal hier rübergeben und so hin und her. Gibt das, genau, da ist schon jetzt. Also bei Wanda und Margaret Thiel habe ich den Eindruck, dass es mehr um kommerzielle Belange geht, weil die wollen ja fast alle Projekte ab. Da muss irgendein Investor dahinter stecken. Also da kommt mir ein Gefühl, dass es irgendwie auch die Kultur missbraucht wird, um nicht die andere Interessen zu betreten. Zweite Frage. Achso, gibt es noch eine Frage? Zu dem Thema will ich einfach nur ganz kurz sagen, dass der Lars und ich uns schon ganz gut kennen, dass wir uns aus 2012 von dem ersten Fläche kennen. Da haben wir mit dem Stadt- und Kunst e.V. gestartet in der Kooperation, das zu bespielen und seitdem weiß ich nicht warum, aber der Lars ist in jeder Besprechung dabei, wo ich auch da bin. Und ja, es gab immer wieder Konflikte und es wurde auch schon viel vorgeworfen. Alles kam von Laszlo. Das heißt, ich würde jetzt nur ganz kurz darauf hinweisen, dass das einfach vielleicht nicht so ganz so ernst zu nehmen ist. Dankeschön. Ja. Ich wollte jetzt sozusagen aus dem Seminar da kurz berichten, weil da haben wir auch mal drüber diskutiert, über diese Frage, was ist jetzt kommerziell und was nicht. Und wir sind natürlich auch zu der Frage gekommen, Es kostet natürlich alles immer Geld, was passiert, und irgendwie müssen so Sachen natürlich gegenfinanziert werden. Julian hat das Beispiel gerade gebracht, was wir auch aus der eigenen Erfahrung kennen, bei diesen Anträgen, wenn man sozusagen Fördermittel beantragt, dann bekommt man sozusagen einen Basaranteil, aber da ist ja mal nie die Planung mit dabei. So, das kostet natürlich aber auch was. Und diese Interventionen, die müssen gebaut werden, die müssen genehmigt werden, eigentlich wie ein großes Projekt. Und irgendwann muss eine Finanzierung kommen. Es ist ganz schwer, weil es wird einerseits gefordert, dass sie halt nicht kommerziell sind. Ja? Es soll nicht zu viel passieren, aber irgendwie soll natürlich was passieren. Also wir haben unser Fahren am Zinetti-Platz. Das ist ein Luxusprojekt insofern, weil dort keine Finanzierung durch Bar oder sowas passieren muss, weil die Stadt wirklich gesagt hat, wir finanzieren diese Grundausstattung. Wir finanzieren sowas. Und das war sowas, was wir dann eben auch gesagt haben, das ist auch so eine Grundfrage noch, wer soll sowas wie die Zwischennutzung finanzieren? Danach gehen wir es wieder ins Podium.
Ja, ich glaube, es braucht natürlich Ressourcen und Freiräume. Und wenn man Experimente will, muss man natürlich Experimente möglich machen und nicht die Experimente unbedingt durchführen, weil die führen ja dann vielleicht andere durch. Also könnte man über Quartiersfonds nachdenken, weil es vielleicht um Quartiersentwicklung geht. Man könnte darüber sprechen, ob man in Quartieren Genossenschaften und Bestand gründen kann. Und wenn man eine bestimmte Anzahl von Mitgliedern pro Block hat, kann man dann 3 Stellplätze nutzen, plötzlich im öffentlichen Raum, weil da gibt es ja dann die Also es muss natürlich, also das könnte ich mir vorstellen, dass es vielleicht eine Möglichkeit wäre, es als Teil von Quartiersentwicklung zu sehen und ein bisschen auszustatten. Also das Thema der Kommerzialisierung, das haben wir jetzt vorher nicht ganz abgeschlossen, ist natürlich was, das einen ständig beschäftigt. Also man hat gerade im kulturellen Bereich, und wenn man halt sehr klein anfängt und eben als urbaner Pirat, sag ich jetzt mal, auf die ganzen Voraussetzungen am Anfang nicht so erfüllen muss, hat man natürlich ganz andere Möglichkeiten, als wenn das Projekt wächst und dann Besucher dazu kommen und irgendwann natürlich auch die Verantwortung halt klar gemacht wird, auch von öffentlicher Seite. Und deswegen ist es immer sehr, sehr schwierig. Davor haben wir im kleinen Kreis schon drüber diskutiert, dass es immer ein Spagat ist zwischen Kommerzialisierung oder zwischen finanziell gut genug aufgestellt zu sein, um die Herausforderungen erfüllen zu können und trotzdem noch den sozialen Aspekt, der eigentliche und der Grundgedanke nicht zu verlieren. Ne? Das ist immer sehr, sehr schwierig, aber ich denke, da geben wir uns größte Mühe. Ich kann jetzt nur fürs ganze Wasser sprechen auch und natürlich Wander und dass wir schauen, also wir haben jetzt versucht, unsere Preise nicht zu verändern seit dem ersten Jahr, auch wenn es von Händlerseite natürlich jährlich immer deutlich angepasst wird oder auch wenn sogar von städtischer Seite Anpassungen kamen und versuchen immer das Konzept und den Gedanken da zu erhalten und liegen zu erhalten. Und, auch wenn dann Investitionen kommen, die man so sich niemals für möglich halten würde, gibt es, glaube ich, immer Wege, wie man das noch finanzieren kann, ohne dass am Ende das kommerziell sein muss. Ja. Und auch das ist, dass die Leute dort sitzen können und sich treffen können, ohne überhaupt konsumieren zu müssen. Das gibt es ja in wenigen Orten, wie eben auch an den öffentlichen Plätzen oder wie im ganzen Wasser, dass es auch einfach nie verschlossen ist, sondern dass auch in der Nacht, also das ist immer offen, da gibt es kein Zaun, das Zeug wird nicht weggeräumt, das zeigt ja irgendwie, dass das auch ankommt, auf Verständnis stößt. Auch wir haben Probleme mit dem Vandalismus, aber sehr, sehr selten. Also in 4 Jahren hatten wir genau 3-mal Leute, die halt Sachen in See geschmissen haben. Das waren halt die Jugendlichen, die da irgendwie ein bisschen angetrunken waren oder so. Aber es war jetzt nie wirklich das Ziel, da etwas kaputt zu machen. Und das ist eigentlich schon sehr beachtlich. Aber wir geben uns auf jeden Fall weiterhin Mühe, den Grundgedanken zu erhalten, und der Grundgedanke ist halt eigentlich, dass man sich selbst verwirklichen kann, dass man anderen Leuten den Mut macht, dass sie einfach auch mal ein Projekt in die Hand nehmen, dass sie irgendwas bauen, dass man alles selbst machen kann. Das ist auch ein Aspekt, der uns wirklich wichtig ist. Wir haben alles, was dort ist, selber gebaut, auch wenn wir das nicht gelernt haben. Man kann sich alles beibringen und das kann eigentlich jeder andere auch. Genau. Das heißt, auch als Architekt kann man bestimmt selbst ein Haus von unten so bauen und nicht planen. Das finde ich einen sehr spannenden Aspekt. Ja. Dann würde ich das weiter ins Publikum lassen. Ich hätte eher einen Kommentar zu diesem Thema der Finanzierung, weil ich denke, dass wir heute 2 Ebenen angesprochen haben. Das eine ist so die stadtplanerische Ebene, auf die auch du rekurriert hast, Agnes, wo es so darum geht, wie man stadtplanerische Prozesse beraten kann, um entsprechende Förderungen zu lancieren. Und da ist die Städtebauförderung eigentlich momentan das Instrument, das explizit Experimente ermöglicht. Und aber derzeit hauptsächlich in die Stadtsanierung wandert, um dort irgendwelche Quartiere zu verschönern. Und unsere Impulse müssen eigentlich in die Richtung gehen, dass es nicht nur um Außenraumverschönerung, 3 neue Parkbänke und einen Baum gehen kann, sondern es auch ganz dringend in diese Experimentierebene gehen muss. Das passiert, aber es könnte noch weitaus mehr passieren. Und diese Beispiele, die wir heute gesehen haben, machen einfach Mut zu sagen, da steckt euer Geld erstmal rein, bevor ihr teuer irgendeinen Raum saniert, der dann womöglich gar nicht akzeptiert wird. Und die andere Ebene, die du, Florian, angesprochen hast, ist eigentlich das Thema der Investoren.
die haben wir heute nicht hier dabei. Es wäre eigentlich interessant gewesen, auch jemanden aus der Investorenebene in so einer Runde zu haben, wo man einfach diese Verpflichtung deponieren muss, dass wenn etwas gemeinwohlorientiert ist, was an Abgaben zu leisten ist, die ohnehin in München zum Beispiel durch eine sozial gerechte Bodenordnung passiert, dass wir darüber hinaus einfordern müssen, aus den Investitionen heraus diese Experimente im Vorfeld dieser großen Wertschöpfung, die da stattfindet, stattfinden zu lassen, um auch die Akzeptanz in der Bürgerschaft überhaupt erstmal zu erzeugen. Und das läuft, glaube ich, in München an vielen Neubaugebieten gründlich schief, dass man erst einen Plan macht, viele Studien davor, Bürger konfrontiert damit und sich dann groß wundert, dass diese Nachverdichtung nicht gut ankommt. Denn die vielen modellierten Prozesse im Senn zum Beispiel, da ist einiges, glaube ich, im Arbeiten. Also insofern glaube ich, dass man bei diesem großen Gewinn, den im Moment Investoren machen in München, einfach noch mehr zugreifen muss. Dann war es tatsächlich so, dass wir... Das muss ja eh klatschen.